Herzlich willkommen zum Video. Heute geht es darum, warum es nicht hilft, ein Fehlverhalten des Hundes zu ignorieren. Ich habe dieses Video jetzt extra mal gemacht, weil ich immer mehr Leute treffe und immer mehr von Leuten hören, die aus irgendwelchen Hundeschulen kommen, wo geraten wird, Fehlverhalten zu ignorieren. Das sind meistens Hundeschulen, die sich auf den Zettel geschrieben haben, wir wollen den Hund sehr positiv und sehr sanft erziehen, grundsätzlich auch nichts gegen einzuwenden. Aber dieses Fehlverhalten ignorieren kann nicht funktionieren. Bedeutet also, der Hund springt andere Menschen an, der beißt ins Hosenbein, macht irgendwas, der Hund hört nicht auf den Rückruf, geht in Interaktion mit irgendwelchen anderen Hunden, tut, was er nicht soll und das Ganze wird ignoriert. Wenn der Hund dann wiederkommt, dann wird ja ein gutes, ein nettes Verhalten gezeigt und dann wird der Hund belohnt. Das ist zunächst mal falsch, weil ich ja dann letztendlich eine Kette belohne, also ich belohne den ganzen Mist, in Anführungszeichen, der vorher gewesen ist, ja mit. Und die andere Sache ist letztendlich, dass es auch nicht funktionieren kann. Warum? Fachsprachlich redet man da von sogenannten selbstbelohnenden Verhaltensweisen. Bedeutet, wenn ich meinen Hund rufe und er kommt nicht und hat keine Konsequenz und geht dann zu einem anderen Hund, weil er dahin möchte oder spielt mit einem anderen Hund oder er jagt einen Hasen in der Zeit, dann macht diese Tätigkeit dem Hund Spaß. Das heißt, das ganze Belohnungssystem ist aktiv, der Hund hat einen Gaudi, der Hund hat Spaß daran, hat also, wird sich selber belohnen für das Ignorieren des Rückrufkommandos zum Beispiel. Genauso, wenn der Hund den Menschen anspringt und der Mensch geht ein Stückchen zur Seite, dann hat der Hund damit Erfolg gehabt. Oder wenn er in die Leine beißt und dann anfängt, die Leine zu schütteln oder ins Hosenbein. Wenn ich dann da stehe und das ignoriere, dann hat der Hund ja trotzdem Spaß an der ganzen Sache. Und das ist einfach was, was nicht funktionieren kann. Und ich verstehe das auch nicht, wie das geraten wird oder warum das mittlerweile so häufig vorkommt, dass Leute sagen, ja, ich soll das Verhalten des Hundes ignorieren. Ich kann hier nur mal eindringlich dazu raten, das nicht zu tun. Letztendlich passiert ja dann oft Folgendes. Das Ganze funktioniert nicht. Der Hund gerät irgendwann so ein bisschen aus dem Ruder, sage ich jetzt mal. Und die Leute werden immer sauer und dann wird übermäßig hart bestraft oder sie wechseln die Hundeschule oder der Hund wird nur noch angeleint und das führt zu einer Frustration beim Hund, beim Halter. Und die ganzen Spaziergänge, die ganzen Sachen werden dann irgendwo unentspannt. Es ist relativ einfach, einen Hund zu erziehen. Und da brauche ich eigentlich nur ein paar klare Sachen. Und wenn ich sowas habe, also ein Verhalten, was mich stört, dann ist das was sozial völlig Normales, dass ich dem Hund da auch sage, ich möchte das nicht. Das kann ich körpersprachlich machen, dann kann ich einen Schritt drauf zugehen. Ich kann den Hund auch abbrechen. Also ich kann halt hundliche Abbruchsignale auch auf den Menschen übertragen und kann den Hund in seinem Verhalten unterbrechen. Damit kommuniziere ich ganz klar, dass ich das nicht möchte. Wichtig ist immer nur, den Hund sofort wieder einzuladen, sofort die Stimmung zu wechseln, den Hund zu loben, wenn er richtiges Verhalten zeigt, dem Hund auch ein Leckerchen zu geben. Also diese positive Kompensation ist super wichtig bei der Sache. Wenn das fehlt, ist das mindestens genauso schlimm, wie wenn ich jetzt das einfach ignoriere, was der Hund da so tut. Ja, ich hoffe, das hat euch weitergeholfen. Wenn ihr also in solchen Hundeschulen seid und merkt, das funktioniert nicht, weil geraten wird, ja, ich soll den Hund ignorieren, dann guckt doch nochmal, welche Möglichkeiten es gibt und was ihr noch so machen könnt, weil ich glaube, das muss gar nicht sein. Man kann sehr schnell Erfolge haben. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Hinterlasst uns gerne einen Daumen nach oben. Bis zum nächsten Video.